soll global sein, aber mehr über Internet. Lass mal Licht machen. Guck mal. Nachhaltigkeit ist die Devise. Hat er extra für Bodybuilding Raps sein Trikot ausgezogen. Heute ist die Spezialübung für massige Oberschenkel. Los! Let's get this! Wir zählen uns ja jetzt 22 Kilo. Du sollst jetzt schwer! Danke, Jessica, hab ich genervt. Ich sag euch das. Gesund bleiben. Gesund und verletzungsfrei. So sieht's aus, Leute. Hallo Sportsfreunde. Johannes Lukas, mein Name. Das ist der Robert Förstemann. Robert ist Sprintradfahrer, Profi-Radsprinter. Und wir drehen heute im High Five. Wir drehen heute mit Bodybuilding Ref. Zieh mal an, das kann man das machen. Zack. Und das hier. Zack. Zack. Stockholm hat einen Videodreh auch gehabt im Fernsehteam. Du bist um 6 aufgestanden, ne? Bist heute schon wie viele Stunden geflogen? 4 Stunden geflogen insgesamt. Also richtig schön gestresst, hat auch schon Vollgas gegeben auf dem Rad heute. Und wir gucken mal, was für den Dreh Bodybuilding Ref noch drin ist in der Kniebeuge. Theoretisch ist dein jetziges Trainingsstadium, bist du bei 225. Sind schon 220 jetzt, im letzten Mal für 2, 3 Wochen, also noch bei 2,5. 220, 10 Minuten. Mit einer Leichtigkeit macht er das. Oh, der Bruder. Ich schwitze mit dir. Oh, ohne. Das ist auch vorne drin, oder? Da ist er eindeutig machbar mit seinem riesen Monster. Und jetzt hinsetzen, bitte. Hinsetzen? Nach hinten weg, so wie du bist. Das kann ich nicht. Schön auf dem Außenfuß, dass das Fußgerät nach außen schön abkriegst. Und jetzt wieder den Fuß auf den Boden. Ich fest und trotzdem noch nach außen drücken. Und der Fuß bleibt schön auf dem Boden. Hack mal den Boden. Fuß auf den Boden, die Hacke. Schön den Boden. Schön. Fuß auf den Boden, die andere. Genau. Von einem. Auf die andere Seite. Genau. Komm hoch. Jawohl. Kurz locker zu lassen. Guck mal. Ich muss das gleich für Tappen nehmen.
Mal sehen, was noch kommt heute an Leistung. Ja. Hat er extra für Bodybuilding selbst sein Trikot ausgezogen? Ja, das ist ein gutes Zeichen. Geht das geht's nach vorne auf jeden Fall. Wollt ihr noch eine Disco holen? Ja, eigentlich wollte ich da ein Borat-Kostüm. Ich glaube, der macht sogar eine Borat-Kostüm richtig gute Figur. Hey. So. Und Social Media muss natürlich auch klappen. So. Ich mach lieber für meine Leute probieren. Schönes Bild. Fertig, was für deine Account, mein Lieber. Richtig gut auf dem Hornhaarfilter. Entweder das. Sollen wir noch einen kleinen Rapfer rein, ne? So. Machen wir. Kennst du die? Klein passt der auch. Gedreht. Bei der ersten Szene ist mir die Hand runtergeflogen, war ich zu verschwitzt. Kein Magnesium drauf und war unkonzentriert. Ist mir die Hand abgerutscht. Schön am Arm vorbeigeschrubbelt. Ich habe sie noch mit den Händen gehalten wie ein Zercher-Squat. Aber ich habe mir nichts abgerissen. Scheint alles okay zu sein. Die Nachwehen kommen morgen wahrscheinlich. Aber nichts passiert. Guck mal. Mach ihn fertig! Jammer nicht, zieh durch, jetzt geht ab. Richtig! Ja, heute gibt's die Spezialübung für massige Oberschenkel, Beinstrecken, der Geheimtipp. Da kann man schon das ein oder andere Steak rausschneiden, ne? Lieber nicht. Fleisch, ich hab den Kleber gemacht, ne? Der Regisseur schlug uns vor, Kreuzchen mit geschreckten Beinen zu machen. Hast du das überhaupt schon mal so gemacht? Ja. Rumänisch, du hast die Beine ganz gestreckt. Ganz gestreckt, meine ich. Hast du da nicht auch eine punktuelle Belastung auf dem Rücken? Du hast ja eh ein bisschen gewollt, weil du hast viel weniger Druck auf den Bandscheiben. Ich meine, ich habe Bandscheibenproblem noch. Wie lange ist der Bandscheibenbruch her? 4 Monate jetzt. Nach 10 Wochen war ich bei der Weltmeisterschaft. Auch normalerweise ein halbes Jahr bist du ausgenommen. Ja, war schon gut, muss ich echt sagen, aber 5 Stunden Reha jeden Tag. 4 Wochen Totalausfall. Und dann wieder langsam eingestiegen, Reha-Training und normales Training parallel. Und das war echt eine harte Zeit. Ey. Komm mal weiter, zu. Immer noch mal. Zu. Ich will hier noch ein schönes Foto haben vom High Five. Mit Robert zusammen. Also wenn die Beine schon nicht leicht dick sind, bei seinem Arsch kann ich auf jeden Fall mithalten. Richtig nicht. So? Ja. Nicht alles voll auf vorne. Wie ihr seht, bin ich nicht der Einzige, der schwitzt. Der Robert ist auch ein bisschen schwitzig gekommen. Oh ja. Wir haben noch eine Runde Prowler geschoben, einen Schlitten hinterher geschoben. Eine Runde, du meinst 30 Runden.
kamen sie einfach an. Gefühlte 30, leider war Robert zu langweilig nachher. Und er wollte einen richtigen Gegner haben. Kann man nichts machen, aber man kann es wenigstens probieren. Ja. 100 Kilo. Wenn Talent und Fleiß aufeinandertreffen, dann kommt ein Robert Förstermann da raus. Guckt euch das Video an, das ist geil. Bodybuilding Ref, ich mache einen Link rein. Robert Förstermann, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. So, und jetzt ab ins Bett, kannst du mal schön auf die Uhrzeit ein, kannst du mal schön rüberschwenken.